Moin, willkommen zurück. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Zu Geo Gessere? Ja, ich habe schon eine neue Runde begonnen jetzt hier und wir sind hier mitten in der Stadt, was natürlich sehr hilfreich ist. Aber wenn man die Stadt nicht kennt, natürlich Zentral, Dosses, Embelagens, Atrigos, Para, Festas. Ja, es könnte Mexiko, Spanien sein. Oder wie Italien, das wir FIFA Beam. Ah ja. Nehmen wir mal da lang. Was steht hier? Apostel de Jomino, Sosa. Das könnte Higher Lagas, oder wie es heißen mag da. Was haben wir hier stehen? Dr. Walters Dötra de Silvia. Das ist Doktor anscheinend. Centro Explain aus Otantentare. Was ist das denn für ein Wort da? Das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Bucao Maxillofacial. Spezialista. Ja, wo ist das? Kennzeichen kann man natürlich nicht erkennen. Haben sie natürlich verpixelt. Halt, zurück nochmal. Beim Verkehrsschild. Escola Irena Santiago, Escola Centro de Sauda. Na toll. Alles war Namen, die ich nicht kenne. Ne? Kann hier eine Landesfahne sein irgendwo oder sowas, wo ich ein bisschen erraten kann. Bazor Loba, was haben die jetzt verkauft? Ein paar Lampen. Ja, scheint mir so ein hier Ramschladen sein für Touristen. Was haben wir hier? Interessant mal die Straße anzugucken, was sie alles verkaufen, ne? Das ist ein Hotdog-Stand oder was ist das hier? Ja. Das kann ich überhaupt nicht lesen da. Das ist so verwackelt, das Schild. Electro Sun. Das hört sich wieder, Sun hört sich irgendwie wieder nach Dings an. Gelbes Kennzeichen, oder? Rico, Sato, Elasto. Ah, ich schätze mal, dass es Brasilien ist. Aber letztes Mal lag ich auch falsch und war es plötzlich Italien. Wem Elcio. E70. Steht da, Rengo 10. Der Constrictor Sua Constraccione. Ja, ich schätze mal, dass es hier Brasilien ist. Auch wenn ich wieder komplett falsch liege. Aber interessant, wie viele Antennen, Satellitenantennen die haben da oben auf dem Dach. Ne? Gehe ich mal dahin. Mal gucken, ob ich richtig liege, ob es Mexiko ist. Ja, ist doch Brasilien, bei Salvador ist das. Okay. Nächste Runde. Ah, das ist wieder hier Amerika, gelbe Linie. Aber welche Richtung gehen wir denn mal? Da sind Häuser, da vorne ist ein Schild, da gehen wir gleich mal hin. Drehen wir uns mal um. Nuro Domo o Valento, M Ipo Ploro um Hotel com Onyx, Onyx Hotel. BR, Brasilien, ne? BR, das muss Brasilien sein. Halt, Brasilien will ich hin. BR könnte Brasilien sein, aber wo? Mal gucken, wo muss BR an Anfang gibt. PR gibt es hier unten. Na, gehen wir dahin. Bei Salvador wieder hin. Na! Mist! Bei Rio war ich ganz gewesen. Naja, Salvador war da nördlich. Aber bei Carrera oder Kiera. Okay. Danke für das BR am Ende. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da sind zwei Verkehrsschilder. Mal gucken, wie es auf dieser Seite aussieht. Da ist natürlich keins. Abgebaut. Geklaut. Diebe. Ja, wo bin ich denn hier? Palmen. Da vorne steht was. Habe ich schon vorhin gesehen, als ich mich gedreht habe. Aber ich will mal jetzt da für eine Studentenverbindung oder was auch immer. Hä? Wo ist das Schild jetzt hin? Diebe! Schild geklaut. England, ne? Verkehrte Seite fahren die hier. So sieht es jedenfalls aus. Das dachte ich wäre USA gewesen, aber ist es nicht. Ey, kann man nicht dahin gehen? So. Ich soll mal wieder zur Hauptstraße gehen, wäre glaube ich besser, ne? Ah, gehen wir mal hinten hin.
Da lag irgendwas auf dem Boden. Kann auch eine andere Tapezierung sein der Straße, wollte ich gerade sagen. Asphaltierung. Ah, da hast du mal ein Schild. GK. Was steht da drauf? Accounting, Audit, Consulting, Trustes. Was haben wir hier? Irgendeine Firma. Mal gucken, was da dran steht. Heizma. Und der Rest kann ich nicht entziffern, weil es so ein bisschen verschwommen ist. Ärgerlich. Halt, nicht so weit rauszoomen. Jetzt habe ich hier eine Kurve drin in der Linse. Ein Knick. New World. Halt, ein bisschen weiter. Engineering. Phone. Fax. Das hilft mir auch nicht viel weiter. Da ich jetzt nicht anrufen möchte, wird es bestimmt teuer. Sparkasse? Nee. Dualerie. Ja, das ist hier auf jeden Fall Linkslenker. Es könnte England sein, es könnte auch hier Südafrika sein. Südafrika fand ich glaube ich auch auf links und Australien. Und noch ein paar andere Länder. Aber von den Pfeilen könnte es England sein. Von der Einbahnstraße. Home Trade, Mitre, New World. Moihair, also Haarschneide-Dings hier. Muss ich auch mal wie hin zum Friseur. Phone. Open 7 Days, also 24 Tage offen. 7 Tage die Woche. 24 Tage. Was ist das denn? Naja, Subway. Ja, das ist, da muss ich auch mal wieder hingehen. Ist lecker, Subway. Depot, Auktion Officer, Abaddon. Franklin Law, wie heißt die Straße denn hier, beziehungsweise die Stadt? Das würde mich mehr interessieren. Builders, Carroll, Design Juwelier. Ah, wie verpixelt hier wieder, Frechheit. Ray White. Was für ein Bus war das gerade da? Für ein Barfoot, Thompson, Travel Smart, aber ich sehe keine Stadtname irgendwie leider. Waren die keine Werbung hier? Also Kentish Hotel. Vor uns ein Straßenschild, das ist schon mal vielversprechend. Auckland, das war doch hier. Auckland war doch hier in Dings unten, ne? In Australien, ne? Auckland. Müsste Australien sein. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es Australien ist. Auckland kommt mir aber bekannt vor. Oder gibt es in England auch ein Auckland? In Großbritannien. Wenn ich das wüsste. Ich brauche noch so ein Stadtzeichen hier, wo ein bekanntes, so wie Auckland. Das hilft mir mehr. Bin aber der Meinung, dass es hier Australien ist. Ach, gab es in England noch ein Auckland? Ja, wenn ich mich so gut auskennen würde in Geografie. Ach ja, Geometrie wollte ich gerade sagen. Ja, wo sind wir hier? Auf jeden Fall in England oder in Australien. Eins von den beiden Ländern sind wir auf jeden Fall. Millbrook Drive. Jetzt kommen wir langsam auswärts hier, auswärts von der Stadt. In Hoffnung, dass ich mal ein anderes Gebiet finde hier, ein anderes Schild, Ortsschild. Wie die andere Stadt heißt. Vielleicht komme ich dann da näher ran. Aber ich bezweifle das. Denn so lange möchte ich die Folge auch nicht machen hier. Ja, wo bin ich hier? Auckland. Wisst ihr, wo das ist genau? Ich habe nämlich zwei Möglichkeiten, wie schon gesagt. Verkehrsschilder sehen wie amerikanisch aus, also müsste es Australien sein, theoretisch. Könnte aber auch England noch sein. Hier ist kein Verkehrsschild hier, wie die nächste Stadt heißt. Also selbe Schild wieder hier.
So, wir gehen noch ein bisschen Berg da hoch. Mal gucken, ob ich noch ein Schild finde. Wenn nicht, dann rate ich auf. Oh, Hilfe! Wie bin ich jetzt rumgegangen hier? Ach, egal. Nehmen wir Australien, Auckland. Irgendwo war hier Auckland. Oder war es nicht hier? Ich glaube, hier war Auckland irgendwo, ne? Ah ja, könnte auch oben im Norden sein. Mal gucken. Ah, Auckland war. Ja. Neuseeland, okay. Naja, Australien, Neuseeland, da war ich auch schon nah dran. Mist. Vierte Runde. Geh mal ins Dorf rein hier. Ja, wo bin ich jetzt wieder hier? Das kann wieder überall sein. Für eine gebogene Straße hier ist, ne? Ein Baumstumpf hilft mir auch nicht viel. Hier ist eine Kreuzung, das ist schon mal gut. Pferdekutsche, mal fragen, wo wir sind hier, ne? So ungefähr. Da steht auch nichts dran. An der Bushaltestelle steht auch nichts dran. Aber hier steht was. Drum in Lucre. Na toll, welche Sprache ist das denn schon wieder hier? Ja, wo sind wir hier? Mayday, Mayday, ich weiß nicht, wo ich bin. Da kommt wieder ein Schild. Vorbeigerast. Hä? Schild ist weg, da. EU ist es auf jeden Fall, okay. Oder? Ist es nur so ein altes Zeichen hier? So ein Sternchen, das könnte die EU sein. Benkuizre, Dimitri, Komitrien. Ist es Europa? Ja, wo bin ich denn hier gelandet wieder? Da will ich gar nicht hin. Da fliegt ein Flugzeug. Ach, fahre ich wieder rückwärts hier, da will ich gar nicht hin. Von da komme ich doch gerade erst. Dummes Ding hier, dreh dich um. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen komisch hier, ne? Vor allem, wenn so kurvige Strecken sind hier. Ich tippe Europa, wenn das schon so stimmt. Kamera. Jetzt kommt hier wieder nur Wildnis. Da fliegt ein Vogel. Naja, ich schätze mal hier, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, könnte Ukraine sein oder sowas, ich weiß es nicht. Ah, Ukraine, und das ist aber ein Land tiefer. Was ist das denn? Moldawien, und das ist hier Romania, also Rumänien. Rumänien. Ah, das ist schon mal ganz gut. Letzte Runde. Kann wir überall sein, da kommt ein Auto, da will ich nicht hin. Sonst fühle ich mich so verfolgt. So, rechts oder links? Gute Frage. Beides ist jetzt nicht so, sieht komisch aus. Ah, hier ist ein Dorf, richtige Richtung genommen. Ein komisches Dorf. Ist ein Militärgelände hier oder so ein Reichenviertel oder was hier? Ja, Sackgasse, toll. Richtige Richtung genommen, Andreas. Hallo, ich will wieder zurück hier. Da. Aber hier ist ein kleiner See. Das kann überall wieder sein hier. Letzte Runde, wie gesagt. Dann gehen wir da lang. Nee, den Sandweg möchte ich nicht lang fahren. Man weiß ja nie, wo man rauskommt da. Und hier mal noch die Hinweisschilder eventuell, wenn es so eine asphaltierte Straße ist. Auf
Auf jeden Fall viel Seen sind hier. Da steht was hinten drauf, da kann ich nicht so entziffern, was es sein soll. Irgendwas H965. Das ist Russland, ne? Weiß, blau, rot müsste Russland sein, oder? Haben Sie so eine Fahne? Ich glaube ja, ne? Ja, das muss Russland sein. Aber Russland ist groß. Oh, hier schön baden. Zwischen den Booten. Na toll. Ja, hier geht es auch nicht weiter. Ja, das ist Russland. Ja, das ist Russland. Aber wo bin ich da? Russland ist groß. Muss ein bisschen wärmeres Gebiet sein. Ich schätze mal hier hinten mehr. Nein! Kasacharokan ist es da in der Nähe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Runde. Einmal wieder voll verhauen, oder zweimal besser gesagt. Und der Rest war eigentlich ganz gut. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.